Hallo ihr Lieben. Wir haben lange für unsere Großeltern nach einem Akkustaubsauger geschaut und sind da auf diesen Bosch Unlimited Generation 2 Serie 8 gestoßen, weil das jetzt aktuell der beste am Markt ist und auch der neueste von Bosch. Und den wollen wir uns mal anschauen und auspacken und auch testen. Das ist jetzt der Staubsauger, also ja, der Körper halt. Und der hat hier halt ohne Beutel, also was man braucht, hat man halt keinen Beutel, sondern hier nur diesen Filter und das dann hier abmachen. Und dann kann man das hier rausnehmen und direkt im Müll entleeren und dann weiter saugen. Hier so eine flexible Düse, eine Bogendüse, die ist biegsam und da kommt man auch gut in irgendwelche Rillen rein. Sind wir dann, wir können da schön alles saugen. Und dann hat man hier den großen Saugkopf für Teppich, Parkett, Laminat, Fliesen, für alles Mögliche. Mit hier auch eine Rolle, die sich halt selbstständig mit dem Motor angetrieben auch dreht und da auch sehr schnell sich dreht, damit sie halt dann auch die hier mit diesen Borsten aus dem Teppich alles rausfließt und dann wird das eingesaugt. Das hat dann auch LED vorne. Und man kann die Rolle auch ausbauen und dann schön mit unterm Wasser wieder reinigen, dass das alles schon wieder sauber ist. Geht dadurch auch sehr einfach zu reinigen. Dann hat man hier noch eine zweite Etage. Da gibt es dann noch so ein langes Rohr als Verlängerung, damit man sich halt auch nicht bücken muss und so. Zum Laden. So, jetzt mal schauen, wie man das macht. Dann gibt es hier noch eine Wandhalterung. Die kann man an die Wand schrauben und da kann man das Ganze dann zum Laden, also zum Laden und Auffahren einfach dran tun, da steht der dann auch an der Wand und nimmt nicht so viel Platz ein. Und dann hat man hier noch den Akku. Der hält, wenn man die Stufe Eco nimmt, 45 Minuten angeblich. Der ist auch mit allen anderen Geräten von Bosch kompatibel, also wenn man beispielsweise eine Akkuschraube hat oder einen Trimmer oder ähnliches, dann kann man das halt alles mit diesem einen Akku bedienen und kann sich dann auch noch einen Ersatzakku kaufen und dann kann man das auch hier direkt nutzen und hier dann so dran stecken, dann ist der hier richtig fest. Dann kann man hier auf diesen Knopf drücken und den einfach wieder abziehen und dann kann man ihn auch extern laden und auch, wenn man zwei hat, während man saugt, auch laden und so. Dann hat man hier noch so eine kleine Polsterdüse. Da kann man dann auch Sofa und so alles saugen und polstern und das ist dann auch schon dafür alles. Ja. Das war ist alles, was hier dabei ist. Es gibt diesen Akkusauger auch mit Schwarz und auch noch, wenn man den in Schwarz kauft, dann mit anderem Zubehör. Da hat man dann auch noch eine Multifunktionsdüse und anderes Zeugs dabei.
Und jetzt werden wir uns das alles mal anschauen, wie das auch so zusammenzustecken und so geht. Ich mach mal kurz Platz. So, also wie gesagt, den Akku kann man hier einfach so rausziehen und dann reinstecken. Dann rastet der von alleine ein und hält da dran. Und dann kann man hier diese verschiedenen Dinge alle einfach hier so dran stecken. Die rasten dann hier selber so ein und halten. Und dann kann man hier oben auf diesen Knopf drücken und das abziehen. Und dann kann man das halt in verschiedenen Varianten zusammen machen. Also man kann dann hier dieses große Rohr noch mit dran machen. Und dann halt vielleicht eine normale Saugdüse. Und dann kann man halt hier richtig schön so saugen. Das ist dann auch schön bequem von der Höhe her. Und dann kann man auch verschiedene andere Düsen reinmachen. Halt zum Beispiel auch diese Presserdüse. Das geht dann alles wie man will. Kann man das halt kombinieren miteinander und alles dran machen. Die Presserdüse ist hier sogar 360 Grad rotierbar. Damit man hier auch so schräg und alles schön saugen kann. Dann hat man hier bei dieser Düse, das ist auch übrigens drehbar und auch so beweglich. Also ist man komplett uneingeschränkt, kann man da alles hier oben drehen. Und dann kann man auch das hier noch so dran machen. Ja, ist dann auch schön bequem, muss man sich nicht bücken und alles. Man kann aber auch einfach das hier dann oder auch die anderen zwei Düsen gleich so dran machen. Das wird man wahrscheinlich eher selten machen, aber das geht auch. So, jetzt schauen wir mal. Man hat hier oben dann, also, man hat hier oben dann diesen Anschalter, den drückt man rein und dann dauert es bis schon der Spritflasche an. Dann hat man hier die Stufe Auto, da passt ja es automatisch den Untergrund an. Das ist in diesem Kopf, dann kann er das erkennen. Dann gibt es auch Turbo, das ist ja die ganz schnelle Stufe und auch Eco, das ist dann halt. Das spart dann die Batterie und da hat man eine längere Akkulaufzeit und alles. Was praktisch ist auch, wenn man hier den Knopf drückt, also man drückt den einmal rein und dann muss man hier nicht weiter drücken und seinen Finger auch nicht anstecken. Weil das saugt halt die ganze Zeit, wenn er angeschaltet ist. Dann geht man wieder drauf und der geht wieder aus. Super praktisch und kann so alles machen. Wir zeigen euch jetzt, wie man den Akku auflädt und wie man die Halterung an die Wand montiert. Also ihr könnt entweder das einfach direkt über dieses Loch hier das Kabel dran stecken und dann an der Steckdose laden. Da braucht ihr dann auch nicht diese Wandhalterung irgendwo zu montieren. Oder ihr nehmt eben diese Halterung, die wird so montiert, dass man das hier rauszieht. Dann kommt das hier raus. Und dann kann man hier und hier das an die Wand anschrauben. Das kann man dann ja halt anschrauben. Und dann nimmt man hier dieses und das wird hier durchgefädelt und kommt hier rein. Und dann macht man das hier wieder drauf. Und dann kann man das hier einfach so direkt drauf stecken und dann wird es gleich gehalten. Das schraubt man dann hier an, wie gesagt, an die Wand. Und dann wird das hier auch gleich mit über dieses hier geladen. Und man kann dann auch gleich noch das hier mit verstauen, wenn man diese Station eben weit oben macht. Und dann kann man das ja gleich alles insgesamt irgendwo montieren. Dann wird das auch mal geladen und kommen wir zum Testen. Ich halte den Staubsauger hier an, da drückt ihr den Knopf einmal, dann ist er ein bisschen warm und dann geht er an. Dann hat man hier oben eine Anzeige, da steht einmal wie viel Akku noch, also wie viel Strom noch auf dem Akku ist. Das ist dann hier in den Balken angegeben und dann gibt es hier einmal Auto,
da passt er automatisch an den Untergrund an, wie stark eben er saugt. Oder man kann Eco nehmen, da verbraucht man weniger Strom. Oder es gibt auch Turbo, wenn man viel Power braucht. Und da geht man zweimal hier drauf und das ist dann das Oberste. Da ist dann die stärkste Leistung. Und wir probieren jetzt mal aus, wie der auf Teppich Sand saugt. Dafür tut Olli jetzt hier ein bisschen Sand verteilen. Hier so. Ja, noch. Du kannst alles ausschütteln. Super. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich mache jetzt zuerst mal die Stufe Eco. Der hat auch eine Beleuchtung hier vorne. Da sieht man jetzt eigentlich nichts mehr vom Sand. Wir können jetzt auch mal schauen. Hier ist auch viel oben angekommen. An Sand. Und man sieht, hier ist auch noch ein bisschen anderer Dreck drin, den wir jetzt noch gar nicht drauf verteilt hatten. Wir haben jetzt Cornflakes geholt und Olli schüttet die jetzt mal auf, damit wir das Produkt ausprobieren können. Hier wieder so wie den Sandbau. So, das ist jetzt etwas gröber und dann schauen wir mal, ob der Staubsauger das auch gut einsaugt. So, also er hat jetzt alle eingesaugt. Ich schau mir wieder mal hin. Ja, hat er schon. Sind alle drin, hat er auch gleich zur Krümel mit. Und da sieht man auch, er hat auch ganz viel anderen Schmutz drauf rausgesaugt auf den Teppich, obwohl wir ja nur Cornflakes jetzt reingetan haben. Und jetzt an sich gar nichts anderes drauf gemacht haben. Also, selbst unsere andere Staubsauger, den wir haben, hat das gar nicht rausbekommen, was jetzt noch alles im Teppich drin war. Und da wir vorhin ja gesehen haben bei den Cornflakes, dass so viel der Staubsauger noch alles rausgesaugt haben, ein Schmutz, der halt sich immer hier ablagert. Und wir haben auch einen Siemens Q8 Staubsauger und der saugt das auch alles gar nicht raus, sondern das schafft halt nur der. Will ich jetzt halt hier nochmal testen, wie der das hier. Ja, was der da noch so aus. Der hat jetzt auf diesem kleinen Stück noch so viel Schmutz rausgeholt, den unser Siemens Q8 Staubsauger auch alles gar nicht rausgeholt aus unserem Teppich. Und das ist halt wirklich nur der Schmutz, der sich hier im Laufe der Zeit halt ablagert, den wir jetzt auch nicht drauf getan haben. Und das ist halt bloß wegen dieser Bürste hier. Hier sieht man auch, die hat hier richtig viel Haare auch mit rausgeholt aus dem Teppich.
Und die wird halt extra hier noch mit einem Motor angetrieben, zusätzlich. Und da dreht die sich halt noch schneller, als man den Staubsauger bewegt und kehrt so das ganze Zeug richtig raus. Das ist jetzt auch ein Vorteil zu anderen Akkustaubsaugern, die es von Siemens und so gibt, weil die haben alle nur so eine Bürste, die sich halt selber dreht, wenn man das halt schiebt. Und die halt ist halt richtig mit Motor noch angetrieben, damit die halt richtig viel da aus dem halt rausbürstet. Die kann man hier dann auch rausnehmen. Dann dreht man das hier halt so. Und dann kann man hier das auch rausnehmen und dann sieht man hier die ganzen Haare und die kann man dann auch super hier alle abzupfen und dann kann man die Bürste hier richtig gut auch mit Wasser und alles reinigen. Das ist dann auch super zu viel rein. Sehr praktisch. Und hier drüben ist dann dieser Motor, der das Ganze hier antreibt. Dieses hier. Das wird dann richtig extra noch gedreht. Wenn ihr jetzt hier Ecken saugen wollt, dann kommt man hier allerdings nicht ganz richtig komplett hier in die Ecke. Da bleibt dann immer noch so ein bisschen übrig. Und deshalb könnt ihr das einfach abmachen und ohne diesen hier saugen. Und das vorne ist auch direkt belastet, dann müsst ihr auch nicht irgendwie das zerschaffen, dann auch nichts, ist auch kein Problem. Und dann kommt ihr richtig gut in die Ecke rein. Alles richtig bis zum Rand sauber. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Schmutz oder Papierschnipsel hier auf dem Boden verteilt und jetzt schauen wir mal, wie der Staubsauger hier auf dem Fliesen saugt. Ich nehme jetzt erstmal die Stufe Eco. Zwei Papierschnipsel. Das muss man halt immer mal die Stufe vornehmen. Und bei großen Schnipseln passiert es dann halt manchmal, dass die hier so sich drin verfangen und dann ist es aber auch nicht weiter schlimm. Dann nimmt man zum Beispiel die Bürste raus und dann kommt das Papierschnipsel einfach wieder mit raus. Sonst den Rest, also die anderen Schnipsel und auch den Dreck hat es super eingesaugt. Kommen wir zum Fazit. Der Bosch Unlimited Generation 2 Serie 8 Akkustaubsauger hat eine sehr gute Saugleistung. Auf Teppichen saugt er sogar besser als unser kabelgebundener Siemens Bodenstaubsauger. Das liegt an der Bürste, die zusätzlich mit einem Motor angetrieben wird. Außerdem ist der Akku austauschbar und mit allen Bosch-Geräten kompatibel. Des Weiteren ist er beutellos, sodass man keine Beutel nachkaufen muss und ihn einfach säubern kann.